Hallo, in diesem Video möchte ich den Beweis einiger wichtiger geometrischer Formeln näher betrachten. Heute sprechen wir über Peripheriewinkel. Der Peripheriewinkel ist ein Winkel, dessen Scheitel auf dem Kreisbogen liegt. Hier ist unser Peripheriewinkel. Ich bezeichne ihn mit dem Buchstaben Psi. In diesem Video werde ich damit Peripheriewinkel bezeichnen. Psi, der Peripheriewinkel, ist genau die Hälfte des Zentrierwinkels über dem gleichen Bogen. Ich gebrauche hier viele komplizierte Begriffe, hoffentlich werdet ihr mich verstehen. Also, das ist Psi. Das ist der Peripheriewinkel, dessen Scheitel auf dem Bogen liegt. Wenn ihr zwei Strahlen zeichnet, die aus diesem Punkt ausgehen, oder zwei Sehnen, die diesen Winkel bilden, dann schneidet er den Kreis an der anderen Seite. Schaut mal auf den Kreisteil, der sich innerhalb dieses Winkels befindet. Das ist der Bogen, auf dem der Winkel Psi liegt. Hier hört ihr viele ausgefallene Wörter. Mir scheint aber die Idee ziemlich einfach zu sein. Hier ist dieser Bogen. Ich zeichne das so. Das ist der Bogen, auf dem der Winkel Psi liegt. Das heißt der Peripheriewinkel, dessen Scheitel auf der Kreislinie liegt. Nun zum Zentrierwinkel. Der Zentrierwinkel ist ein Winkel, dessen Scheitel im Mittelpunkt des Kreises liegt. Sagen wir, dass dieser Punkt, ich versuche den nach Augenmaß zu bestimmen, der Mittelpunkt des Kreises ist. Ich zeichne den Zentrierwinkel über dem gleichen Bogen. Nennen wir diesen Winkel Theta. Das ist der Winkel Psi und das ist der Winkel Theta. Ich will beweisen, dass Psi immer die Hälfte von Theta ist. Nehmen wir an, dass Psi 25 Grad beträgt. Wir können also gleich sagen, dass Theta 50 Grad beträgt. Oder wenn ich sage, dass der Winkel Theta 80 Grad ist, könnt ihr sofort berechnen, dass der Winkel Psi 40 Grad gleich ist. Lasst uns das beweisen. Ich lösche das. Beginnen wir mit einem Sonderfall. Ich zeichne nun einen Peripheriewinkel. Eine von Sehnen, die diesen Winkel bilden, wird Durchmesser des Kreises sein. Das ist kein allgemeiner Fall. Hier wird der Mittelpunkt meines Kreises sein. Setzen wir hier einen Punkt. Ich bestimme den auch nach Augenmaß. Nun zeichne ich den Durchmesser. So sieht der aus. Ich markiere den Peripheriewinkel. Dieser Durchmesser ist eine der Seiten dieses Winkels und die zweite Seite sieht so aus. Ich bezeichne diesen Winkel mit Psi. Das ist der Winkel Psi. Und diese Linie ist der Radius unseres Kreises. Dann ist diese Linie auch der Radius unseres Kreises, der geht vom Mittelpunkt bis zur Kreislinie. Und die Kreislinie ist, wie wir schon wissen, alle Punkte, deren Abstand vom Mittelpunkt des Kreises gleich dem Radius ist. Also, das ist auch der Radius. Das hier gebildete Dreieck ist ein gleichschenkliges Dreieck. Zwei seiner Seiten sind gleich lang. Und wir wissen, wenn zwei Seiten des Dreiecks gleich sind, sind seine Basiswinkel auch gleich. Das heißt, dass dieser Winkel auch Psi ist. Ihr könnt das nicht erkennen, weil dieser Dreieck geneigt ist. Aber ich glaube, viele von euch werden das erkennen, wenn ich das Dreieck so zeichne. Wenn ich sage, dass das R ist und das R ist und dass diese zwei Seiten gleich sind, und dieser Winkel Psi ist, ich zeichne ihn deutlicher, dann sagt ihr, dass dieser Winkel auch Psi ist. Die Basiswinkel eines gleichschenkligen Dreiecks sind gleich. Sehen wir den Zentrierwinkel an. Das ist der Zentrierwinkel über dem gleichen Bogen. Ich zeichne den Bogen, auf dem die beiden liegen, deutlicher. Das ist mein Zentrierwinkel Theta. Wenn dieser Winkel Theta ist, welche Größe wird dann dieser Winkel haben? Dieser Winkel ist ein Supplementwinkel zum Theta, das heißt 180 Grad minus Theta.
Wenn ihr diese beiden Winkel addiert, erhaltet ihr 180 Grad bzw. einen gestreckten Winkel, weil das Supplementwinkel sind. Wir wissen auch, dass diese drei Winkel innerhalb eines Dreiecks liegen, also müssen sie zusammen 180 Grad ergeben. Dieser Psi plus dieser Winkel, das heißt 180 Grad minus Theta, machen zusammen 180 Grad. Sie müssen zusammen 180 Grad ergeben. Das sind drei Winkel eines Dreiecks. Wir können 180 Grad beiderseits subtrahieren. Psi plus Psi ist gleich 2 mal Psi minus Theta ist gleich 0. Addiert Theta beiderseits, dann erhaltet ihr 2 mal Psi ist gleich Theta. Wenn ihr die beiden Seiten mit 1 Zweitel multipliziert oder durch 2 dividiert, erhaltet ihr, dass Psi die Hälfte von Theta ist. Das heißt, wir haben das Gewünschte für diesen Sonderfall bewiesen, wo eine der Strahlen, falls ihr vorzieht, diese geraden Strahlen zu nennen, also eine der Strahlen, der Peripheriewinkel bildet, der Durchmesser ist. Der Durchmesser ist ein Teil dieses Strahls. Das ist ein Sonderfall, wo eine der Seiten Durchmesser ist. Fassen wir das nun zusammen. Wir wissen, wenn Psi 50 Grad ist, dann ist Theta 100 Grad. Egal wie groß Psi ist, der ist immer die Hälfte von Theta. Und egal wie groß der Theta ist, der wird zweimal größer als Psi sein. Das gilt für alle Zeiten. Ich lösche das. Fassen wir das zusammen. Das Ergebnis, das wir vorher erhalten haben, gilt für alle Peripheriewinkel. Nehmen wir an, dass wir einen Peripheriewinkel haben. In diesem Fall liegt der Mittelpunkt sozusagen innerhalb des Winkels. Das ist mein Peripheriewinkel und ich möchte das Verhältnis zwischen diesem Peripheriewinkel und dem Zentriewinkel über dem gleichen Bogen berechnen. Hier ist mein Zentriewinkel über dem gleichen Bogen. Ihr könnt sagen, wieso denn? Auf dem Durchmesser liegt doch keine der Sehnen, die diesen Winkel bilden. Aber wir können den Durchmesser zeichnen. Wenn der Mittelpunkt zwischen zwei diesen Sehnen liegt, können wir den Durchmesser so zeichnen. Nennen wir diesen Winkel Psi 1 und diesen Psi 2. Psi muss natürlich die Summe von diesen beiden Winkeln sein. Und diese Winkel bezeichnen wir jeweils als Theta 1 und Theta 2. Wenn wir das Ergebnis ansehen, das wir vorher erhalten haben, wissen wir, dass die für diese Winkel gemeinsame Seite Durchmesser ist. Wir wissen, dass Psi 1 die Hälfte von Theta 1 ist und dass Psi 2 die Hälfte von Theta 2 ist. Wir wissen auch, dass die Summe von Psi 1 und Psi 2 die Summe dieser beiden Winkel ist 1 Zweitel mal Theta 1 plus 1 Zweitel mal Theta 2. Psi 1 und Psi 2 ist unser ursprünglicher Peripheriewinkel Psi und das macht 1 Zweitel mal Theta 1 plus Theta 2. Was ist das Theta 1 plus Theta 2? Das ist bloß der Winkel Theta, den wir am Anfang gezeichnet haben. Nun können wir sehen, dass Psi die Hälfte von Theta ist. Wir haben das also für einen allgemeinen Fall bewiesen, wo der Mittelpunkt innerhalb von zwei Strahlen liegt, die diesen Winkel bilden. Wir haben aber noch keine schwierigere oder allgemeine Aufgabe gelöst, wenn der Mittelpunkt nicht innerhalb zwei winkelbildenden Sehnen liegt. Lass mich das zeichnen. Nehmen wir an, dass es der Scheitel ist. Ich zeichne ihn mit einer anderen Farbe. Das ist eine der Sehnen, die den Winkel bilden.
Und das ist die zweite von Sehnen, die den Winkel bilden. Wie können wir das Verhältnis zwischen, nennen wir diesen Winkel Psi1, das Verhältnis zwischen dem Winkel Psi1 und dem Zentriwinkel über dem gleichen Bogen berechnen? Hier ist dieser Bogen. Der Zentriwinkel über dem gleichen Bogen wird also so aussehen. Nennen wir ihn Theta1. Wir tun jetzt das, was wir eben gelernt haben, wenn eine der Winkelseiten auf dem Durchmesser liegt. Lass uns das konstruieren. Nehmen wir an, dass ich hier den Durchmesser zeichne. Wir wollen beweisen, dass dieser Winkel die Hälfte von diesem Winkel ist. Ich versuche, den Durchmesser möglichst gerade zu zeichnen. Hier ist unser Durchmesser. Nennen wir diesen Winkel Psi2. Er ist über dem gleichen Bogen. Ich zeichne das mit einer dunkleren Farbe. Nennen wir den Zentriwinkel über dem gleichen Bogen Theta 2. Also, wir wissen bereits, dass Psi 2 die Hälfte von Theta 2 ist. Sie beiden sind über dem gleichen Bogen. Hier ist der Durchmesser. Er ist zugleich eine der Sehnen, die diese beiden Winkel bilden. Also, Psi 2 ist die Hälfte von Theta 2. Das ist eben das, was wir im letzten Video gemacht haben. Das ist der Peripheriewinkel. Eine der Sehnen, die ihn bildet, liegt auf dem Durchmesser. Also, dieser Winkel wird die Hälfte des Zentriwinkels über dem gleichen Bogen sein. Lass uns diesen größeren Winkel anschauen. Dieser große Winkel ist gleich Psi1 plus Psi2. Dieser Winkel ist gleich die Summe von Psi1 und Psi2. Er liegt auch auf diesem Bogen und der Durchmesser ist eine der Sehnen, die diesen riesigen Winkel bilden. Er ist die Hälfte des Zentriwinkels über dem gleichen Bogen. Wir nutzen hier das, was wir in diesem Video bereits gelernt haben. Also, das ist gleich die Hälfte dieses riesigen Zentriwinkels Theta 1 plus Theta 2. Wir wissen, dass Psi 2 die Hälfte von Theta 2 ist. Lass uns das einsetzen. Das ist gleich dem. Wir können sagen, dass Psi 1 ist gleich. Oh, Verzeihung. Psi 1 plus statt Psi 2 schreibe ich ein Zweitel mal Theta 2 ist gleich ein Zweitel mal Theta 1 plus ein Zweitel mal Theta 2. Wir können ein Zweitel mal Theta 2 beiderseits subtrahieren und wir erhalten unser Ergebnis. Psi 1 ist gleich ein Zweitel mal Theta 1. Wir haben bewiesen, dass der Peripheriewinkel immer die Hälfte von Zentriwinkel über dem gleichen Bogen ist, ungeachtet der Tatsache, ob der Mittelpunkt des Kreises innerhalb oder außerhalb des Winkels liegt und ob eine der Winkelseiten der Durchmesser ist. Jeder Winkel kann man als Summe von den Winkeln darstellen, die wir heute gezeichnet haben. Hoffentlich wird es für euch nützlich sein und nun können wir auf dieses Ergebnis bauen, um weitere interessante geometrische Beweise zu bringen.